Wer eine Immobilie besitzt, möchte meist auch im Alter dort wohnen. Aber was ist, wenn es mit Renteneintritt finanziell knapp wird? Wer weiter in seiner Immobilie wohnen möchte, aber ein finanzielles Polster braucht, kann seine Immobilie verrenten. Das heißt, der Eigentümer verkauft das Haus und bekommt ein lebenslanges oder befristetes Wohnrecht, das im Grundbuch eingetragen wird. Zusätzlich wird ihm eine Verkaufssumme ausgezahlt. Welche Zahlungsart dabei in Frage kommt, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Die Verkäufer erhalten eine monatliche Rente und können eine Einmalzahlung beziehen. Bei der Rentenzahlung gibt es die Leibrente und die Zeitrente. Letztere gilt, wie der Name schon sagt, für einen festen Zeitraum. Die Leibrente hat keinen zeitlichen Rahmen. Alle getroffenen Vereinbarungen werden in einem Rentenkaufvertrag festgehalten. Eigentümer, die über eine Immobilienverrentung nachdenken, sollten sich an einen kompetenten Profimakler wenden. Zusammen kann dann geschaut werden, ob sich die Verrentung lohnt und welches Modell am besten passt. Möchten Sie Ihre Immobilie verrenten oder wünschen Sie eine Beratung zu diesem Thema? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.